Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, Radsportmanager 2013. Wir befinden uns auf der Etappe Nummer 13 des Giro d'Italia und wie wir hier sehen am Profil, es ist eine hügelige Etappe, die sehr, sehr lange ziemlich gerade verläuft, ziemlich eben verläuft. Und dann kommen einige heftige Hügel. Also die Frage ist halt, wie hoch sind die? Dummerweise gibt es hier keine Höhenangabe. Ich vermute mal, es sind nur ganz kurze Anstiege, sonst wäre es keine Hügel, sondern eine, was weiß ich, HC-Bergetappe. Also denke ich, dass es ganz, ganz kleine Hügelchen sind. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch nur 3 Bergpunkte hier für diese Bergwertung, weil es einfach nicht zu heftig ist. Aber es könnte natürlich gefährlich werden hier hinten raus, denn wenn hier wieder ein Sanchez oder Co. angreift, dann kriegen wir hier Probleme. Also gehen wir hin und nehmen unser Hügel-Setup, was eine gute Ebene hat, einen guten Bergwert hat und so weiter. Nehmen dann bei Guardini, bei Bosic und bei Morajev das Ebenen-Setup und bei Nibali nehmen wir das Berg-Setup. So, und das hat eine ganz einfache Bewandtnis. Wir wollen hier eine möglichst durchmischte Sache haben, also sprich für die Ebene. Da sollen die hier führen und schützen. Zum Beispiel Nibali schützen. Iglinski und Co., die sollen eventuell am Berg Tempo machen können, also am Hügel. Und wenn alle Stricke reißen und es einen Angriff gibt, dann soll Nibali die im Berg auskontern können. Das ist so die Idee dahinter, dass wir da nicht zu viel Kraft verlieren. Es ist ja, wie gesagt, hier hinten nochmal ein Anstieg. Das ist wahrscheinlich kurz vom Ziel. Und ich glaube, mit einem ebenen Fahrrad kostet das enorm Kraft, da hinterher zu gehen, wenn einer angreift. Mit dem Bergfahrrad dürfte es relativ easy werden. Allerdings kostet es dann mehr Kraft, hier den kleinen Abschuss. Also, wir sind gespannt. Wir hoffen, wir verlieren einfach nicht zu viel Zeit. Ich hoffe einfach mal, dass das ganz gut geht, was ich mir da überlegt habe. So. Ja. Die Form, die Frische. Unsere Fahrer sind alle im Arsch, bis auf Nibali. Der ist richtig gut gelaunt. Kessiakow ist noch durchschnittlich. Iglinski ist noch gut, der Rest ist schlecht. Und wir müssen echt mal hier ein Easy-Going-Teil einlegen. Und das ist das Schwerste hier dran, denn ja, was sollen wir denn machen mit Easy-Going? Wir sehen es hier. Rodriguez, Sanchez, Nibali, Heyerdahl, Evans. Alles wieder die Favoriten hier auf den Etappensieg. Es ist halt eine anstrengende Tour. Das kostet extrem viel Kraft bei unseren Leuten und ich weiß noch nicht genau, wie ich es angehe, aber wir werden versuchen, so viel Energie wie möglich zu sparen auf dieser Etappe und das wird auch problematisch, denn wir müssen ja unsere Position verteidigen. Das ist eigentlich mit der schwerste Punkt hier an der ganzen Geschichte. Sollte Sanchez nicht angreifen, kann es mir eigentlich auch egal sein, weil da müssen die mir sowieso helfen, damit sie nicht noch überholt werden, weil ich habe ja Vorsprung vor ihm, also wird er vor mir überholt. Also müssen die eigentlich mit Tempoarbeit machen. Wenn er angreift, haben wir ein echtes Problem. Naja gut, wie auch immer, ich cut mal wieder ein bisschen hier Ladebalken zurecht. Und dann geht's rein in die Etappe und dann sind wir mal gespannt, wie das Ganze hier läuft. 241 Kilometer sind keine kurze Distanz, das ist eine ziemlich weite Strecke. Und ja, nur dadurch, dass es so lange eben ist, ist das vermutlich überhaupt realisierbar. Wir sind gespannt, wir warten ab und ja, bis gleich im Rennen. So, nach gefühlt 3 Tagen Ladezeit ignorieren wir mal wieder, was der uns erzählt, denn es ist ja wieder mal für die falsche Etappe. Wir holen mal unsere Jungs nach vorne und lassen erstmal die 70 eingestellt. Bis auf das in 2035 Metern Höhe gelegene Sestriere. Von dort aus geht es bergab. Tja, ich glaube, morgen gibt es eine heftige Bergetappe. Bevor die Fahrer westlich nach Badonecchia abbiegen, wo der 7. Wenn ich dem da so richtig zuhöre. Aber das macht natürlich keinen Sinn. So, Nibali soll sich da vorne natürlich entspannen. Macht keinen Sinn, dass der da vorne wegbricht. Der ist zwar vergleichsweise kurz, hat aber eine durchschnittliche Stadt. Gucken wir uns auch mal an, von wo der Wind kommt. Wo bleibt denn der Rest? Kommen da mal Fahrer nach vorne, die uns helfen können. Wäre schick. So, hier gibt es einen Angriff. Interessiert uns nicht. Er versucht auszureißen. Ob so. Das nicht ein bisschen zu früh ist? Der kann auch mal rausnehmen. Kessiakow kann mal rausnehmen. Guardini kommt vor. Das hört sich gut an. Guardini kann mal Nibali schützen. Für sonst taucht da ja nicht viel. Haben wir ja festgestellt.
Allerdings müssen wir noch aufpassen, dass Gardini, der soll Position halten und dann Nibali schützen. Nicht, dass Nibali irgendwann angreift und Gardini dann der Meinung ist, er müsse hier großartig, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das erklären, soll er dann Führungsarbeit leisten. Ja, wäre ja ein bisschen kontraproduktiv, wollen wir ja nicht. Vielleicht gibt sich das Hauptfeld heute geschlagen. Der Vorsprung beträgt so, schon mehr als eine Minute. Wir gucken mal, wen wir da alles haben. 37 Minuten Rückstand, 44 Minuten Rückstand, 41 Minuten Rückstand, 43 Minuten Rückstand, 35 Minuten Rückstand und 46 Minuten Rückstand sowie 33 Minuten Rückstand und eine Stunde Rückstand. Und Last zu fahren. Ist mir gerade völlig schnuppe. So, jetzt ist aber Morajew schon nach vorne gekommen, macht Führungsarbeit. Der soll natürlich auch keine machen. Wo bleibst du denn bitte, Brajkovic? Fahr mal bitte nach vorne, damit wir dich auch dann schön entspannen lassen können. So, jetzt müssten alle, die wir hier vorne haben, alle Fahrer sein, die wir haben, und keiner dürfte mehr im Führungsmodus drin sein. Dann können wir die Zeit mal ein bisschen beschleunigen, damit das Ganze hier mal ein bisschen vorangeht. So, Gardini, unser Sprinter, schützt Nibali. Hätte ich mir vorher auch nicht träumen lassen, aber was soll man machen, ne? Mehr als 2 Minuten. Das Hauptfeld scheint ihn ziehen zu lassen. Ja, 4 Minuten, 5 Minuten. Das Tempo hat sich deutlich verlangsamt. Irgendwann wird es irgendeinem stinken und der wird anfangen, Führungsarbeit zu machen. Und wenn nicht, ja, so ab 10 Minuten Vorsprung, ab, ja, vielleicht auch ab 15 Minuten Vorsprung, fangen wir dann mal an, ein bisschen Führungsarbeit hier zu machen. Ist eine wirklich beruhigende Führung geworden. Alles, was drunter ist, ist uninteressant, weil alle Fahrer liegen ja mindestens mal eine halbe Stunde weg. Brauchen wir uns also keine Gedanken zu machen. Wenn keiner hier der Meinung ist, dass er irgendwie Führungsarbeit leisten sollte, dann machen wir das auch nicht. Warum sollen wir denn kämpfen? Tja, dumm gelaufen für den einen Fahrer. So, wir bereiten uns schon mal darauf vor, dass wir irgendwann ja auch Getränke holen müssen. Dieser Fluchtversuch scheint zu funktionieren. Das Feld verliert weiter an Boden. Das Tempo des Feldes ist zu niedrig, um wirklich selektiv zu sein. Das könnte allerdings bedeuten, dass es dafür am Ende einen harten Kampf um den Sieg gibt. Und irgendwie ruckelt es wieder ganz fein. Eigentlich ist es schade, dass es hier jetzt ruckelt. Müsste nicht unbedingt sein, finde ich zumindest. So, gehen wir was zu trinken holen. Gucken, ob die das raffen, dass ich da nichts mache, und vielleicht kommt da mal ein anderer auf die Idee. Ich habe aber so das Gefühl, nicht wirklich. Das Feld macht keine Anstalten, auf diesen Ausreißversuch zu reagieren. Einfach super. Na, dann werden wir gleich mal mit Morajew so ein ganz klein wenig Führungsarbeit machen. Obwohl wir es eigentlich auch mit Bosig machen könnten. Der hat ja auch noch nichts so wirklich zustande gebracht hier bei uns. Außer jede Menge Energie und Kraft und Zeit verschwendet. Lass mal Bosig mal mit 60 führen. Ich will den Abstand ja nur gleich halten. Die müssen ja noch nicht mal näher kommen. Die müssen ja nur gleich halten. Ja, guckt mal, mit 60 Führungsarbeit kommen wir näher. Wie schnell fahren die denn da vorne, bitteschön? 42, also das ist ja mal eine entspannte Tour, die da machen. Ich bin gerade ein bisschen hier am Gucken. Ja, Bosig, ja. Da sind wir richtig. Unterschiedliche Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoarbeit im Feld. Offenbar sind ja, man sie sieht's. Nur wir führen. Und wir kommen sogar näher. Das ist das Erschreckende. Mit dem Pipi-Lafari-Fax-Fummel-Pim... Ich sag's jetzt nicht weiter. Führungsarbeit schaffen, das näher zu kommen. Das ist ein Witz, oder? Eigentlich ist es erschreckend. Aber gut. Da lässt sich's wenigstens relativ leicht kontrollieren. Mit einer ernsthaften Attacke zu rechnen. Wieso bei diesem Tempo? Wieso rasen wir eigentlich förmlich dahin und werden halt noch langsamer? Sollen sie halt 10 Minuten Vorsprung haben? Ist mir doch sowas von wurscht. Was ich machen will, ist meine Fahrer entspannen. Gelingt gut, wenn sie Führungsarbeit machen, weil sonst keiner macht. Ich glaube, jetzt haben wir so eine Geschwindigkeit erreicht, wo wir in etwa das Tempo fahren, was die da vorne fahren, und wo wir uns sogar noch relativ gut erholen.
Und da wir hier auf einer Ebene sind, muss natürlich einer dieser Ebenenfahrer die Führungsarbeit machen. Alles andere wird ja keinen Sinn machen. So, und dann strampeln wir hier einfach unser Ding runter. Rest interessiert uns nicht. Vielleicht kann Moraev dann nochmal schnell was zu trinken holen. Gucken wir mal. Wenn die Flasche leer ist, so, Flasche ist leer, gehen wir was zu trinken holen. Gucken wir mal, was dann passiert. Verheizen wir halt mal einen Busig. Was soll's. Es steht ja danach kein weiteres Rennen mehr an. Wir fahren ja nur diese Etappe und also nur dieses Etappenrennen sozusagen. Wir müssen ja keine Rücksicht nehmen auf irgendeine Form über die Saison und so irgend so ein Blablablup wie im Karrieremodus. Interessiert uns ja alles nicht. Dann können wir die Fahrer eigentlich auch verheizen in der Tour. Spielt eigentlich auch keine große Rolle mehr. Können wir Busig mal verheizen. Normalerweise würde man das ja nicht machen, aber ist halt auch eine andere Regel hier. Das ist halt wie in jedem Spiel, es kommt immer auf die Ziele an, die man hat. Je nachdem, welches Ziel man hat. Danach richtet man sein Team aus, danach macht man Einstellungen. Wie bei Formel 1, was interessiert mich, ob ich bei Formel 1 Spiel jetzt ein Angebot von Sauber habe und warum soll ich dahin wechseln, wenn ich nächste Saison sowieso nicht mehr fahre. Ja, ich mein, oder beim Fußballmanager, warum soll ich dort Verträge verlängern von Spielern, wenn am Ende der Saison sowieso Schluss ist mit dem Let's Play und ja. Gut, ich meine, ich werde das irgendwann machen, ja, die Verträge verlängern. Allein aus dem Grund, weil ich den Spielstand eventuell noch zur Verfügung stellen will. Ich muss mich mal nach einem Share, nach so einem Datei-Sharepoint umgucken. Also da gibt es ja so Seiten im Internet wie RapidShare und Co. Ich muss das irgendwie mal gebacken kriegen, sowas hinzukriegen mit einem relativ einfachen Konzept, ohne großartig Risiko, Virenrisiko und so weiter auf mich zu nehmen. Es gibt da ja auch Seiten, da kann man das auch machen, aber da hat man halt so ein Virenrisiko und das will ich euch dann nicht zumuten. Ich will nicht meine Daten irgendwo hochladen, wo am Schluss ihr euch mit der Datei ein Virus auf den Rechner zieht, obwohl es bei mir noch virenfrei ist. Das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte. So, wie sieht's denn aus hier? Busig, kann er noch? Ja. Ich könnte mal den langsamer zurückfallen lassen. Ich glaube, Moraev wäre gar nicht mal so schlecht für so eine Aktion. Der hat nämlich auch Kämpferwert. Der hält länger durch. Lassen wir Moraev mal ein bisschen Führungsarbeit leisten. Und wir kommen langsam näher. Das, man soll es nicht glauben, aber wir kommen langsam näher. Und was macht unser Guardini? Der hat noch Energie. Gut gefallen tut mir Nibali, der ist noch richtig fit. Und so soll es ja auch sein, wenn er unser Kapitän ist. Da arbeiten wir voll und ganz für ihn und der muss richtig fit sein, der Rest interessiert mich nicht. Und die Geschwindigkeitsbeschleunigung vielleicht nicht vergessen. Das könnte helfen, dass das Ganze hier auch nochmal zu einem Ende kommt. Ungefähr Halbzeit haben wir ja schon erreicht. Der Zwischensprint, der interessiert uns nicht. Warum sollte er uns auch interessieren? Ich meine, wir gewinnen ja sowieso nicht. So, Brajkovic lungert ja ein bisschen weiter hinten rum. Eigentlich könnte der mal was zu trinken holen. Die Distanz haben die Fahrer hinter sich gebracht. Jetzt müssten eigentlich langsam die Mannschaftskapitäne kommen, um sich weiter nach vorne zu wagen. Tja. Ah, jetzt doch noch. Das Feld scheint aufgewacht zu sein und macht jetzt ordentlich. Also entweder können die vorne nicht mehr. Oder weil wir so einen guten Ebenenwert haben, mit einem guten Ebenenfahrrad, macht Moraev gerade richtig Tempo. Was mich leicht irritiert, weil er ja nur mit 55 Einsatz fährt. Sollte er eigentlich ja kein großes Tempo gehen können. Na, 44 ist jetzt nicht wirklich schnell. Ich glaube, das ist ein normales Tempo.
So, und der hat heute einen richtig guten Tag erwischt und den lassen wir mal fahren jetzt bis zum ersten Hügel. Und dann dürfen da mal andere ein bisschen Arbeit machen. Ich weiß nicht, ob wir Vogelsang vielleicht sogar noch angreifen lassen sollten und mit Vogelsang hier auf den Etappensieg gehen. So viel Rückstand, wie Vogelsang mittlerweile hat. 20 Minuten. Könnte das einen bedeutenden Sprung nach vorne geben? Wobei, es ist halt blöd. Ich meine, Nibali ist unser Mann. Ja, mit Nibali wollen wir so viel Vorsprung, wie es geht. Ihr seht es hier. 24 Sekunden hinter uns ist ja Sanchez. Ja? Wenn Sanchez sich an Vogelsang ranhängt und wir Vogelsang einen gewissen Vorsprung geben wollen, dann verlieren wir Zeit und plötzlich ist Sanchez an uns vorbei. Das wollen wir ja auch nicht. Wäre ja kontraproduktiv. So, den mal wieder aufs Tempo einpendeln hier. Den Bosig, dass er nicht jetzt schon Probleme kriegt und abreißen lässt, nur weil wir hier vorne mit 55% Energie und Kraftaufwand in die Pedale treten. Das Hauptfeld scheint dem Ausreißversuch ein Ende bereiten zu wollen. Es macht richtig Tempo und der Rückstand wird deutlich kleiner. Reifenpanne bei einem Fahrer. So, wen schicken wir da jetzt nochmal Getränke holen? Nochmal Brajkovic. Schauen wir mal. Nun kommen wir zum letzten Drittel des Rennens. So, das letzte Drittel vom Rennen bricht an. Gleich kommt der Zwischensprint. Da werden vermutlich ein paar Sprinter daraus preschen und werden versuchen, den Zwischensprint zu gewinnen. Obwohl 8 Fahrer vorne sind, gibt es nichts mehr zu holen. Macht also auch keinen Sinn. Dann geht's in den Hügel und dann brauchen wir irgendwen anders, der da vorne Führungsarbeit macht. Weil unsere Sprinter und Co., die werden es nicht schaffen, uns da drüber zu ziehen. Ist nur die Frage, wen. Vielleicht die Klinski mit 60%. Könnte man zum Beispiel mal versuchen. So, jetzt gucken wir gerade mal. Gardini, den fahren wir mal runter auf 60. Bosig fahren wir mal runter auf 60. Na, so, und Muraje fahren wir. Na, den haben wir ja schon bei 55. So, und wenn es dann jetzt gleich in den Hügel reingeht, dann schicken wir Iglinski nach vorne. Ja, obwohl, sollen wir jetzt schon? Nee, ist noch zu früh. Es ist so ein Punkt, wo ich sage, ja. So, jetzt geht es langsam los, glaube ich, mit der Steigung. Ah, noch nicht so richtig. Kommt noch, kommt noch. Ah, Morajew, der hat jetzt schon großen Energieverbrauch. So, jetzt schicken wir Klinski nach vorne und den hier sollen wir Position halten. Und Brajkovic, der soll dann mal unser Nibali schützen. Wo auch immer Nibali sich gerade aufhält. Gardini soll es mal bleiben lassen. Wo ist denn Nibali? Ach, das ist wieder eine Übersicht hier. Mal ranzoomen. Da haben wir Nibali. Den soll der Brajkovic mal schützen. Und Kangard, der soll mal was zu trinken holen, obwohl es macht auch keinen Bei Sinn. Bei solchen großen Steigungen können nur die Besten einen ordentlichen Vorsprung herausfahren. So, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze jetzt läuft.
Warum bleibt denn Vogelsang schon wieder da hinten hängen und Kesjakow? Das ist was, das geht mir ein bisschen auf den Sack hier. So, Kesjakow, die Jungs mal hochdrehen. Es kann doch nicht sein, dass die jetzt hängen bleiben. Wieso bleiben die denn jetzt hängen? Die müssen da vorne natürlich mitfahren. Das ist doch Sinn und Zweck dieser Geschichte hier. Aber nee, der Kesjakow hängt hinter Moraje fest. Vogelsang schafft es jetzt, sich ein bisschen nach vorne zu fahren. Kleiner kritischer Moment hier. Also eigentlich dürfen nur drei Fahrer abreisen lassen. Gucken wir gerade mal. Einmal durchsortieren. Hinten müssten sein, genau, die drei und Kesjakow. Der soll gefälligst mit da vorne mitfahren. Warum blinken die denn alle? Das gibt's doch nicht. Das Tempo von Iglinski kann nicht zu hoch sein. Wir fahren ja gerade mal mit 60% da hoch. So, dann gehen wir jetzt mal wieder auf 60%. Was macht denn der Vogelsang? Der soll mal endlich mal vorkommen, ey. So, Vogelsang haben wir da, Kesjakow haben wir da. Supi. Genau so habe ich mir das vorgestellt und nicht anders. Ja, lassen wir mal ein bisschen weiterlaufen in dem Tempo. Weil wir werden jetzt versuchen, hier die Konkurrenz kaputt zu fahren. Ich hoffe, das gelingt uns und unsere eigenen Fahrer einigermaßen schonend über diese Berge zu bringen. Ich meine, wenn die Etappe gewinnt, das ist mir völlig wurscht. So, der hat was genug Rückstand. Ein explosiver Angriff. Der hat's wirklich in sich. Ja, und da geht's los. Sanchez González geht zum Gegenangriff über. Da habe ich dann jetzt, da können wir jetzt nicht mehr zugucken. Wenn da jetzt ein Uran rausfährt und ein Heyerdahl und ein Schleck und ein Sanchez. Ach Mist. Müssen die mir wieder meine Pläne versauen? Ist doch zum Kotzen sowas. So, alle die hier sind, bitte einmal auf 85. So, und da das nichts bringt, machen wir hier einfach Nibali auf freie Fahrt. 75. Lassen ihn anführen und er soll Position halten. Gucken, wie das Ganze dann läuft. Da vorne die Gruppe versucht sich gerade abzusetzen. Ihm war das Tempo hinten im Hauptfeld wohl etwas zu gemütlich. So, Uran, Heyerdahl. Okay, so. Du bist raus. Nibali fährt allein. So, Nibali soll sich allerdings hier zurückhalten. Nur einfangen. Mehr nicht. So, wo haben wir Vogelsang? Der ist ja schon wieder völlig platt. Vogelsang hängt schon wieder in Seilen. Kesjakow hängt in Seilen. Der Einzige, der nicht in Seilen hängt, ist Iglinski, Brajkovic und Nibali. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das noch nicht alles war und dass uns langsam hier das Trinken ausgeht durch die Anstrengung und wir das bereuen werden, dass uns das Trinken ausgeht. Das Feld hat
hat das Tempo deutlich gedrosselt. Den Mannschaftskapitänen scheint der Ausreißversuch keine Sorge zu bereiten. So, mal gucken, ob es Brajkovic schafft, uns was zu trinken zu holen, ohne dass er großartig abreißen lässt. Wie sieht's denn hier aus? Geht's jetzt eigentlich noch bergab? Also wirklich einig sind sie sich in der Spitzengruppe nicht. Einige Fahrer sieht gut aus. Andere wiederum nicht. Jetzt wird angegriffen. Das haben sie davon. Das Feld scheint zu resignieren und den Ausreißern den Sieg zu überlassen. Das Feld zieht sich aufgrund des wahnsinnigen Tempos mehr und mehr in die Länge. Das Tempo im Hauptfeld so. Ist nun deutlich langsamer geworden. Gucken wir Von mal, was geht. Die Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist naturgemäß keine Initiative zu erwarten. Die überlassen das lieber den anderen Teams. Einer der Mannschaftskapitäne ist gestürzt. Das könnte natürlich die Pläne des Teams komplett über den Haufen werfen. Wir haben jetzt nur noch 15 So, haben wir mal ein bisschen angegriffen. Zumal ein ganz klein bisschen, weil ich einfach mal gucken wollte, was passiert. Es gibt einige Fahrer, die dranbleiben, allerdings nicht so wirklich aussagekräftig, die ganze Geschichte. Der ist platt, der ist platt. Das ist noch einer der fittesten, der könnte sich mal an Nibali zum Schützen ranhängen. Und Brajkovic könnte sich mal an Nibali zum Folgen ranhängen. Und wo haben wir einen Vogelsang? Der könnte sich mal an Brajkovic ranhängen. Und dann könnten wir mal gucken, was wir hier so hinkriegen. Das Problem ist, dass die jetzt auch andere Leute mit nach vorne bringen. Ja, das war mir fast klar, dass die jetzt versuchen, einen Angriff zu starten. Wir ignorieren das einfach mal. Ich weiß gar nicht, ist hier ein Sanchez dabei? Nö, nicht wirklich. So, und Vogelsang hat es mal wieder geschafft, nichts hinzukriegen, was wir ihm sagen. Ohne Worte sage ich jetzt nichts zu. Passt. So, 14 Kilometer. Nibali fährt seinen Stiefel. Iglinski schützt ihn und verausgabt sich dabei. Brajkovic versucht, das Hinterrad zu halten. Schafft es auch nicht. Nehmen wir sofort raus. Der soll da dranbleiben. Iglinski nehmen wir auch runter. Es macht einfach keinen Sinn. Das ist sein Antritt. Er will jetzt unbedingt gewinnen. Wir versuchen jetzt mit Nibali noch ein bisschen Spaß zu haben hier. Ein Gegenangriff von Robert Giesing. So, 10 Kilometer, 9 Kilometer. Wir nehmen unseren Energieriegel mit Nibali. Die da hinten können auch mal. Vielleicht schaffen sie es ja dann mit uns ins Ziel zu kommen, wäre ja schön. So, Rodriguez versucht jetzt einen Angriff. So, und jetzt kommen wir auf die letzten 5000 Meter. So, und wir bleiben mal ganz entspannt hier. Einfach entspannt bleiben. Und fahren unsere 75% Stiefel hier runter. Es geht Uran. Quintana. Das gibt's doch nicht. Wieso gehen die da Angriffe? Und wieso so heftig? Ich verstehe das nicht. Wo nehmen die Kraft her? Jawohl, jetzt sind sie mitten im Sprint. Das wird ein sehr, sehr schnelles Finale. So, ich bin mal gespannt, ob wann wir sprinten können. Jetzt im Prinzip lassen sie mich Tempo machen. Das ist was, das geht mir völlig auf den Keks. Mit Sicherheit war er heute der Schlaueste von allen. Ich habe keinen Bock, dass die mich hier auskontern. So, jetzt geht's in den Sprint rein. Wir reisen auf 99, da soll mal alles geben. Die anderen werden schneller sein, darum geht's aber auch nicht. Die schneller sind oder nicht schneller sind. Wir haben Kraft, wir kommen ran. Und wir wollen einfach nur mit denen über die Linie fahren. Darum geht's. So. Dann ist uns ja im Prinzip schon geholfen. Auch die Fahrer im hinteren Teil des Feldes haben es geschafft, das Ziel zu erreichen. Es war so, und die pendeln, keine Ahnung, mit dem Gruppetto vermutlich ins Ziel. Und schön, dass die noch alle dabei sind. Es blinkt da noch keine, alle haben noch ein bisschen Restenergie übrig.
Sieht ja gut aus. Dann können die auch noch ins Ziel kommen. So. Das war's. Ja, Nibali verteidigt damit vermutlich seine Position. Denn er kommt zeitgleich rein. Moment mal. Achso, das waren die Ausreißer. Das passt schon. Lassen wir den mal gewinnen. Und ja, wie gesagt, Nibali kommt ja zeitgleich rein, hat keine irgendwie Zeit gut gemacht und alles bestens, genauso soll es sein. Wir verteidigen unser Trikot. Nicht mehr, nicht weniger. So, Sanchez hat auch keine Punkte gut gemacht. Alles wie gehabt, alles bestens. Es hat sich auf dieser Etappe glücklicherweise nichts verändert, was uns irgendwie negativ beeinflussen würde. Bergpunkte spielen auch keine Rolle. Ja, bester Nachwuchsfahrer hat sich auch nichts geändert. Also wir haben im Prinzip damit dafür gesorgt, dass hier diese Etappe ja, relativ easy zusammengeht. Ich weiß nicht, warum wir Punkte verloren, also Zeit verloren haben. Also vermutlich wegen dem dritten Fahrer. Wohl, der war doch vorne mit der Vogelsang. Vogelsang ist leider mein bester Fahrer gewesen, mein dritter bester Fahrer und er hat ja abreisen lassen. Und Nick Linsky, ja, das kostet uns natürlich Zeit. Wenn wir hier sehen, wie viele Sky-Fahrer hier vorne mit dabei sind, wissen wir, warum die so gut liegen. Wie auch immer, spielt keine Rolle. Das Gesamttrikot, da sind wir immer noch führender. Bergtrikot spielt für uns auch keine Rolle. Punkttrikot haben wir schon abgeschrieben. Jungtalent haben wir auch ganz. Team interessiert mich nicht, mich interessiert nur das und da führen wir. Und das war unser Ziel. So, das hier ist wieder eine Etappe für uns, weil wieder eine Bergetappe geht berghoch, runter, berghoch. In so einem Ding haben wir ja schon mal Zeit gut gemacht. In der nächsten Folge sehen wir also Etappe 14 des Giro d'Italia. Und in der nächsten Folge zocken wir natürlich wieder den Radsportmanager 2013. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.